Hallo, hier ist wieder eure Gartenfee Maya. Wie hier schon im Hintergrund zu sehen, möchte ich mich heute mit griechischen Landschildkröten befassen. Also es gibt einiges, was ich euch zur Haltung und der Pflege, auch zur Ernährung und anderem dieser Schildkröten erzählen möchte, was auch sich von dem unterscheidet, was viele Leute vielleicht so glauben, dass eine Haltung dieser zum Beispiel sehr einfach wäre. Und ich werde euch gleich ein paar schöne Schildkrötenaufnahmen zeigen, wie sie hier auch zu sehen sind. Und werde euch dann abseits der Kamera einiges über meine Erfahrungen zu griechischen Landschildkröten erzählen und ob ich von einer Haltung auch abraten würde oder wie ich das Ganze sehe. Also bleibt dran, wenn wir uns jetzt gleich schöne Aufnahmen anschauen, während ich euch etwas zu den Schildkröten erzähle. Also hier sind einige junge griechische Landschildkröten zu sehen. Bei den griechischen Landschildkröten kann ich zuerst einmal sagen, gehört es zu den häufigst in Deutschland gehaltenen Schildkröten und auch bei den Schildkröten, bei denen man davon ausgeht, dass sie in einer relativ einfachen Haltung gehalten werden können. Man geht auch oft davon aus, dass Schildkröten ausschließlich in der Wohnung, in einem Terrarium oder so gehalten werden könnten. Da möchte ich euch aber auf jeden Fall sagen, dass das definitiv falsch ist. Also hier ist zwar durchaus auch ein Terrarium zu sehen, mit aber Außenbereich. Also es handelt sich hier nicht um ein Innenterrarium, beziehungsweise handelt es sich hier viel eher um ein Treibhaus mit Außenbereich. Also die Schildkröten haben hier diesen Innenbereich, den man sehen kann. Sie haben aber auch tagsüber einen Bereich, durch welchen sie nach draußen gehen können. Hier sieht man auch eine Schildkröte hinten, die langsam zum Vorschein kommt, die langsam erwacht. Man kann auf jeden Fall sagen, dass eine Freilandhaltung zwingend notwendig ist und man sollte die Schildkröten auch nicht zwischendurch nach drinnen oder nach draußen setzen, sondern sie sollten von Anfang an eine Haltung gewöhnt werden, eben an eine Freilandhaltung mit Innenbereichen, bei welcher sie dann auch bleiben. Also man sollte ihnen den Stress ersparen, sie ständig irgendwie umzusetzen. Zum Beispiel ist es auch nicht notwendig, sie im Winter nach drinnen zu bringen, weil man meinen würde, dass es ihnen draußen zu kalt wäre, denn die griechischen Landschildkröten halten Winterschlaf bzw. Winterstarre, welche bei unter 8 Grad Celsius Außentemperatur eintritt und etwa von November bis Mai dann vorliegt. Das bedeutet, wenn ihr euch solche Schildkröten zulegt, da sie ein Alter von etwa 70 bis 100 Jahren erreichen, habt ihr auf jeden Fall euer ganzes Leben lang etwas von diesen Schildkröten, vielleicht auch noch eure Kinder oder Enkelkinder, je nachdem, zu welchem Zeitpunkt ihr euch die Schildkröten zulegt und wie alt ihr dann letztendlich auch werdet. Aber ihr habt dennoch nur ein, also was heißt nur, aber ihr habt immer ein halbes Jahr lang aktiv etwas von ihnen, da sie das andere halbe Jahr eben überwintern. Da gibt es dann verschiedene Möglichkeiten, wie ihr diese Überwinterung gestalten könnt. Entweder gebt ihr die Schildkröten zum Beispiel in euren Kühlschrank, da dieser Kühlschrank ja zumeist eine Temperatur unter 8 Grad Celsius hat. Im Keller würde ich es nicht empfehlen, da der Keller nicht das ganze Jahr über so eine niedrige Temperatur aufweist, sondern da ja auch Temperaturschwankungen auftreten und es da auch zum Beispiel mal 11 oder 12 Grad warm sein kann, was für diese Tiere durchaus schädlich sein kann. Ihr könnt ihnen auch Unterschlüpfe bieten bei der Außenhaltung, versteckt also auch so, dass Mäuse nicht drankommen können. Und wenn eure griechischen Landschildkröten sich dann diesen Ort aussuchen zu überwintern, könnt ihr sie natürlich auch dann dort lassen. Man kann generell sagen, wie ich es indirekt jetzt quasi auch schon angeschnitten habe, dass es sich um wechselwarme Tiere handelt, die eben dann diese Winterstarre halten. Wenn ihr sie im Kühlschrank lagert, würde ich euch einen Kühlschrank empfehlen, den ihr ansonsten nicht nutzt, also den ihr jetzt nicht ständig auf und zu macht, sondern eben einen ungenutzten Kühlschrank. Den solltet ihr ab und zu auch mal aufmachen, damit eben etwas Frischluft in den Kühlschrank gelangt, aber es sollte davon abgesehen werden, diesen ständig zu öffnen, damit die Tiere auch nicht weiter gestresst werden. Anders als es oft angenommen wird, sollten, wie auch hier zu sehen, Schildkröten vor allem mit
Wildkräutern gefüttert werden, also weder mit Fleisch noch mit Obst noch Gemüse noch sonstigem, ausschließlich Wildkräuter. Da bietet es sich natürlich auch an, wenn ihr beispielsweise dann ein Treibhaus habt für eure Schildkröten, dass ihr dort verschiedene Kräuter ansiedelt bzw. einsetzt und dann können eure Schildkröten ganz natürlich von diesen Kräutern essen. Also da kann Löwenzahn und Co. angeboten werden. Ihr könnt schauen, was euren Schildkröten am besten schmeckt. Aber es ist auf jeden Fall ratsam, wenn ihr, wie man es hier auch sehen kann, futtert die Schildkröte hier auch gerade ein paar Wildkräuter. Ihr solltet auf jeden Fall überall im Gehege verteilt, im Außenbereich wie auch im Innenbereich, Wildkräuter anbieten. Ansonsten könnt ihr noch ein paar Sepiaschalen verteilen, die dann für das Kalzium dienen. Es sollte auf jeden Fall darauf geachtet werden, dass ihr eher nährstoffarme und ballaststoffreiche Nahrung anbietet. Hier kann man auch nochmal die Schildkröte sehen, wie sie ganz neugierig näher zur Kamera kommt und sich an den Wildkräutern bedient. Generell habe ich natürlich einiges schon erzählt. Sie werden 70 bis 100 Jahre alt und sie können etwa bis zu 25 cm lang oder groß werden, wobei es sich hier noch um sehr junge Schildkröten handelt, welche aber mit der Zeit natürlich dann auch noch wachsen. Generell können Schildkröten durchaus einzeln gehalten werden, ja. Ich würde aber eine Haltung mit mehreren Tieren empfehlen, aber dann im Verhältnis 3 zu 1. Also mindestens drei Weibchen bei einem Männchen, da vor allem Männchen territoriales Verhalten aufweisen und auch sehr aggressiv werden können, was auch ihr Sexualverhalten angeht. Also sollte den Tieren auch genügend Platz geboten werden. Ein Tier, so kann man es sagen, kann man etwa auf einer Fläche von 10 Quadratmeter halten. Und bei jedem weiteren Tier sollte natürlich dann eine Fläche von weiteren 10 Quadratmetern mit dazugegeben werden. Genau, ansonsten, wie gesagt, habe ich euch auch schon vieles gesagt. Also jetzt zur Haltung und dass eben darauf geachtet werden sollte, dass man sie nicht nur beziehungsweise überhaupt nicht in einem Terrarium hält, sondern man sollte ihnen eine Innen- und Außenhaltung bieten und sie sollten auch vor allem tagsüber die Möglichkeit haben zu wechseln zwischen dieser Innen- und Außenhaltung, wie es ihnen beliebt ist. Und zur Nahrung habe ich euch auch schon einiges gesagt. Ich kann auf jeden Fall sagen, dass ich diese Tiere sehr schön finde, wenn man die Zeit und die finanziellen Mittel hat, sie zu investieren, also in diese Tiere zu investieren. Aber man sollte auf jeden Fall bedenken, dass diese Tiere wahrscheinlich älter werden als man selbst. Und man sollte dann darauf achten, dass man Möglichkeiten hat, sie auch nach dem eigenen Tod weiter zu versorgen und ihnen ein schönes Zuhause zu bieten. Das war es dann jetzt mit diesem Video von mir über griechische Landschildkröten. Ich hoffe, dass euch dieser kurze Überblick über die Haltung, Ernährung, Pflege und Ähnlichem, ob euch dieser Einblick gefallen hat und ob er für euch auch hilfreich war. Ihr könnt mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr ebenfalls griechische Landschildkröten haltet und wie ihr diese Haltung gestaltet. Also ob ihr eventuell auch ein Treibhaus habt oder ob ihr die Tiere anders haltet bei euch zu Hause. Ich würde mich auf jeden Fall sehr freuen, wenn ihr mir das in die Kommentare schreibt und ob ihr vielleicht auch noch weitere Informationen zu griechischen Landschildkröten habt, die ich vielleicht noch nicht kannte. Ihr könnt diesem Video auch gerne einen Daumen nach oben geben, wenn es euch gefallen hat. Ich würde mich auch immer sehr darüber freuen, wenn ihr mich abonniert und falls ihr weitere Videos dieser Art auch mit solchen Aufnahmen meinerseits sehen wollt. Also es handelt sich eben hier um sehr junge Schildkröten meinerseits, die ich hier mal aufgenommen habe, extra für euch und die ich euch jetzt hier mal genauer zeigen wollte, die eben auch diese Haltung haben, in Treibhaus mit Außen- und Innenhaltung. Jedenfalls würde ich mich eben sehr freuen, wenn wir uns dann bald wiedersehen. Eure Gartenfee Maja. Bis bald.